Servus, heute bei Hobbyhandwerk geht es um den Austausch der Dichtung eines 20 Liter Metallkanisters. Folgender Hintergrund, der Kanister fängt mittlerweile das Riechen an und das ist natürlich ein Indiz dafür, dass eben hier oben die Dichtung entweder spröde, gerissen oder eben defekt ist. Hier so schauen die Austauschdichtungen aus. Ich habe damals 5 Stück bestellt und umgerechnet ungefähr zwischen 1 und 2 Euro pro Dichtung bezahlt. Ich werde euch einfach in der Infobox unten nochmal diese Dichtungen verlinken, die ich bestellt habe. Jetzt schauen wir uns mal hier das Problem an, warum der Kanister riecht. Dazu stelle ich den mal auf, mache den Deckel auf und dann gucken wir mal, wie die Dichtung ausschaut. Hier sieht man jetzt den Grund, warum der Kanister etwas riecht. Entweder liegt es hier oben an dieser gequetschten Dichtung, dass da die Dämpfe entweichen können, oder eben hier unten, da ist auch nochmal die Dichtung gequetscht, oder eben über diesen Riss, der sich hier gebildet hat, da können natürlich auch die Dämpfe des Diesel- oder Benzinkraftstoffes entweichen und dann riecht natürlich der Kanister. Ich werde jetzt die Dichtung hier vorsichtig rauspulen und durch so eine neue Dichtung ersetzen. Und dieses Rauspulen und Ersetzen von der neuen Dichtung, das mache ich natürlich im Innenraum, wo es ein bisschen wärmer ist. Hier habe ich jetzt ungefähr 18 Grad, weil wenn ich das draußen in Anführungsstrichen bei Minusgraden oder eben bei kalten Temperaturen mache, ist der Gummi relativ, wie soll ich sagen, spröde oder eben nicht so flexibel und dann tue ich mich extrem schwer, hier diesen Gummi zu entfernen und durch einen neuen zu ersetzen. Ich probiere jetzt mal mein Glück mit einem kleinen Schraubendreher. Gehe jetzt hier rein, da wo es eh schon gerissen ist, pull das hier ein bisschen raus und da kommt es mir schon entgegen. Aber das ist wirklich gar nicht mehr so einfach, denn er ist noch nicht durchgerissen. Jetzt geht er ab. Ich halte es mal noch ein bisschen fest. Ja, jetzt geht's raus. Jetzt ist es raus. So schaut die alte Dichtung aus von der Rückseite und so von der Vorderseite. Bevor ich jetzt die neue Dichtung einsetze, gehe ich nochmal mit einer alten Zahnbürste durch und entferne den groben Schmutz. Den Schmutz auskippen. Kommen wir jetzt zum Dichtungseinbau. Ich werde die neue Dichtung mit der abgerundeten Seite Richtung Verschlussdeckel einbauen, also so rum. Ich nehme zum Einfädeln einen alten, relativ stumpfen Schraubendreher, damit ich eben die Dichtung beim Einfädeln nicht beschädige. So, die Dichtung ist jetzt hier an der inneren Seite, ist es schon mal eingefädelt, jetzt fehlt es bloß nach außen. Aber das kann ich eventuell mit den Fingern runterdrücken. Dichtung ist fertig eingefädelt. Jetzt schauen wir nochmal, ob der Deckel wieder richtig schließt. Schließt wieder alles ordentlich. Es geht zwar etwas schwergängiger, aber das ist natürlich normal, denn ich habe ja hier eine neue Dichtung verbaut. Nochmal öffnen. Funktioniert wieder einwandfrei und hier sieht man schon, der Abdruck ist sehr gleichförmig. Also alles richtig gemacht. Hier nochmal Vergleich, alter zur neuen Dichtung. Und hier sieht man eben durch diese Quetschung bzw. hier diesen Riss in der Dichtung, dadurch kam eben diese Geruchsbelästigung zustande. Das heißt, darüber konnten eben diese Dämpfe vom Diesel- bzw. Benzinkraftstoff entweichen und deswegen hat eben der Kanister das Riechen angefangen. Jetzt hier mit der neuen Dichtung kann diese, wie soll ich sagen, Ausgussöffnung wieder richtig satt schließen und jetzt riecht auch nichts mehr.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst es mir gerne einen Kommentar da, was ich hätte noch besser machen können. Über ein Abo sowie über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Servus und ciao.